Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt hier auf dem Kanal. Heute mit Xeodrifter, ihr habt es schon gesehen, aus dem Studio Atoy. Das war früher Renegade Kid, die haben sich ja umbenannt. Und was haben die noch rausgebracht? Ja, genau, das war Mutant Muds Deluxe. Ich verlinke es mal unten, da haben wir nämlich auch ein Angespiel dazu. Und ja, ist ein Titel, ich muss gerade mal nachschauen, wurde im Februar 2018 für die Switch nochmal veröffentlicht. Ich sag nochmal, weil es ursprünglich im Dezember 2014 auf den Markt kam, beziehungsweise in den Download-Shop vom 3DS und auch auf dem PC war es wohl verfügbar. Hat dann auch 2015 den Weg auf die Wii U gefunden. Und ja, wie gesagt, Februar 2018 dann auch auf die Switch. Das Ganze ist ein kleiner Titel, ein Titelchen, 3 Stunden wird man ungefähr benötigen, um das durchzuspielen. Ist ein Metroidvania, das heißt, man wird auch relativ schnell Ähnlichkeiten zu Metroid erkennen und lange Rede, kurzer Sinn, wir gucken einfach mal hier rein. Neue Mission. Wir sind ein kleiner Weltraum-Vagabund und ja, können 4 Planeten besuchen. Da ist schon unser Raumschiff. Grafisch natürlich sehr, sehr retro das Ganze angehaucht. Fast schon zu einfach, aber gut. Das passt schon so. Das Gameplay ist auf jeden Fall ziemlich schön umgesetzt. So, und dann sind wir auch schon auf der Karte. Die wird gescannt. Wir gucken mal, was in der Umgebung ist. Und dann können wir mit Druck auf den B-Button Gas geben, die Triebwerke zünden und hier mit dem linken Stick dann rumfliegen. Und ja, da muss man halt schauen, wo fängt man an, wo hört man auf, wo macht man weiter. Bin natürlich beim ersten Mal direkt zum falschen Planet geflogen und habe dann natürlich festgestellt, Moment, mit den Fähigkeiten, die ich habe, komme ich hier noch nicht weiter. Mit dem grünen Planet geht's los. Wir sind hier im Schiff. Ihr seht schon, wir können hier speichern. Ja, und dann gehen wir hier über diese Schleuse auf den Planet. Ja, und da sind wir auch schon. Ich spiele das Ganze mit dem, ja, mit dem Steuerkreuz. Joystick geht zwar auch, aber sowas spielt man dann doch lieber mit dem Steuerkreuz, ne? Ganz klassisch. Wir können uns frei bewegen hier, links und rechts, ihr habt es gesehen, erstmal nach links gehen, gucken, was da ist. Und da hört es schon auf, weil schwimmen können wir noch nicht. Also, laufen wir erstmal nach rechts. Mit B können wir springen und mit Y können wir schießen. Die Gegner kommen auch wieder relativ schnell zurück. Metroid-typisch. Und wer Mutant Muds kennt, der kennt auch die Sache mit den verschiedenen Ebenen hier im Hintergrund, seht ihr. Da kann man später auch noch hin, ne? So, jetzt aber, komm, jawohl. Wir wollen hier mal vorankommen, ein Stück. Ups. Auf jeden Fall sieht man relativ schnell, wer hier das große Vorbild ist, ne? Das Spiel ist eigentlich ganz interessant. Am Anfang ist es relativ schwer, bis man erstmal genug Ausrüstung hat. Und auf einmal, ja, geht's locker leicht voran. Ich meine, gut, ist bei Metroid auch so, ja. Am Anfang ist es durchaus ein bisschen härter. Wobei ich dann doch Metroid noch als ein bisschen einsteigerfreundlicher empfinden würde, zumindest die jüngeren Teile. Ups, und manchmal bleibt mir so an der Kante hängen oder rutscht hier drüber. Sieht ein bisschen schwammig aus, ist es manchmal auch.
Aber grundsätzlich ist die Steuerung oder das Gameplay an sich voll in Ordnung. Na, er will heute nicht. Immer wieder. Die Steuerung ist in Ordnung, alles klar. So. Ne, ich habe mich einfach ein bisschen blöd angestellt gerade. Und schon wieder. Hopsa. Genau, so läuft's doch. Ja, gibt's noch was zu dem Titelchen zu sagen? Er ist nicht sehr groß. 88 MB, glaube ich, frisst er gerade mal. Hier können wir uns nochmal heilen. Ja, 88 MB und kostet 9,99 Euro, also gute 10 Euro. Ja, wenn ihr den Entwickler unterstützen wollt, das ist ein sehr sympathischer Kerl. Jules Watson ist sein Name, ihr findet ihn auch auf Twitter. Dann gebt die 10 Euro aus, aber ansonsten würde ich sagen, reichen auch 5 Euro. Weil, ich hatte es schon erwähnt, das Spiel ist nicht so groß. Ihr merkt schon, es ist eine gewisse Härte hier bei dem Boss. Noch ein Treffer und das war's für mich. Man muss sich einprägen, wie der Boss funktioniert. Das ist aber auch typisch für ein Metroidvania und das ist auch absolut in Ordnung. So, volle Konzentration. Ich würde ihn schon gerne besiegen. Später sind die Gegner dann wirklich deutlich einfacher. Man muss allerdings sagen, der Bossgegner ist immer der gleiche, nur in einer anderen Farbe und mit anderen Funktionen. Das ist ziemlich mies, hey. Nochmal. So, jetzt haben wir doch schon mal ein bisschen mehr hier Schaden angerichtet. Springt er jetzt? Fetzt er wieder? Oh Mann. Unnötig. Kommt er gleich wieder vor? Ich eröffne schon mal das Feuer. Hops. Und hops. Komm, nicht so viel ballern, das ist fies. Sagt der, der die Schusswaffe in der Hand hat. So, jetzt müsst eigentlich gleich. Jawohl. Es war zwar knapp, aber er ist besiegt. Wunderbar. Und dann bekommen wir hier. Was bekommen wir? Ja, Submarine. Wir können jetzt tauchen. Gehen wir mal hier weiter. Und. Zack. Mit Druck auf A können wir dann tauchen. Muss natürlich auch hier vorsichtig sein. Auch hier kann man versteckte Wege finden in den Wänden. Lohnt sich also durchaus auch mal eine Wand abzusuchen oder abzuballern. Was haben wir denn hier Schönes? Ah! Etwas mehr Leben. Hinten sehen wir wieder eine Ebene. Da könnten wir später also auch hin und weiter tauchen. Das ist wirklich cool gemacht. So, da sind wir wieder. Sind wir also praktisch einmal im Kreis gelaufen oder wie? Hier haben wir eine Karte. Ihr seht es in der Mitte. Das Rote sind die Bossräume. Da gibt es dann auch neue Fähigkeiten immer. Und ja, man hat praktisch immer alle Planeten auf dem Schirm, das ist schön. Und hier oben gibt es dann auch solche, ja ich sag jetzt mal Energiekerne, die eure Waffe verstärken. Die kann man dann hier oben mit Plus und Minus dann nach Belieben ja, erstellen oder ausrüsten. Jo, und was kann man hier noch machen? Musik maximal und Rumble kann man verschiedene Stärken einstellen. Auch ziemlich schön umgesetzt. Der HD Rumble macht hier Spaß bei dem Spiel. So, wir gehen mal hier rein. Und natürlich erstmal sichern. Und dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hin können. Jetzt können wir tauchen. Was, das war der falsche Button.
So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier zu dem blauen Wasserplanet. Macht vielleicht Sinn, oder? So, halt. So. Ja, gucken wir mal. Vorsichtig nach unten. Ich halte mal hier, mach mal hier Dauerfeuer. Oh, sind doch schon stärkere Gegner hier. Weiß gar nicht, ob das der richtige Weg jetzt ist für mich. So. Ich hatte da noch was in Erinnerung. So, einmal so ein, ja, wie ich vorhin erwähnt habe, eine Ausstattung können wir hier, die Waffe gibt es verschiedene, entweder wie das Ganze schießen soll, verschiedene Schussarten oder auch die Geschwindigkeit oder auch die Stärke des Schusses, ne? Zack, den rüsten wir mal hier aus. Das heißt, unser Schuss ist jetzt etwas stärker. Das merkt man später deutlich. Wow, das ist zu viel. Also der blaue Planet erscheint mir noch etwas zu hart. Da würde ich sagen, muss man sagen, see you later. Wir gucken erstmal bei dem hier. So. Hups. Ja, das sieht schon etwas freundlicher aus hier. Boah, ich sag noch entspannt. Au. Ja, ja, sehr entspannt hier insgesamt. Kinderspiel. Wupp. Alter! So. Ja, ja. Manchmal hat man echt Zweifel aufgrund der Stärke der Gegner, ob man wirklich richtig ist. Aber ich würde einfach mal sagen, es ist deutlich angenehmer als jetzt auf dem blauen Planeten. Dieser fliegende Gegner ist doch eine Hausnummer zu groß noch. Ups. Gucken nochmal auf die Karte. Ihr seht's, diesmal sind wir links. Aha, wieder schwimmen, okay. Ich muss vorsichtig sein, habe nur noch ein Leben. Ein Energy Tank. Ups, da wäre es fast passiert. Nicht lang, da würden wir auch wieder über den Hintergrund dann hinkommen. So. Hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir gehen erstmal hier hoch, würde ich sagen. Oh, da kommen wir nicht hin. Okay. Müssen wir also unten lang. Ich bin gerade ein bisschen still, weil angespannt. Der nächste Rücksetzpunkt wäre natürlich wieder das Raumschiff, wenn ich jetzt hier das Zeitliche segne. Dann müsste man den Weg also nochmal gehen. Und ich würde euch gerne noch ein bisschen was vom Spiel zeigen. Noch so ein kleines Stück.
noch schön platzieren und dann in Ruhe wegbomben. So. Jo. Ja, also grafisch nur wirklich sehr zweckmäßig gehalten. Aber der Sound, es ist einfach... Ja, der Sound ist auch schön, ne? Wie aus dem Gameboy raus. Perfekt. Ja, und ich hab's gesagt, Rücksetzpunkt, Raumschiff, alles nochmal machen, ne? Kann manchmal für Frust sorgen, aber der geneigte Metroidvania-Spieler ist doch da frustresistent und versucht's einfach nochmal. Ich würde sagen, ja, erlebt dieses kleine Abenteuer, nehmt's mal mit, wenn's im Angebot ist. Wie gesagt, ein Fünfer ist das Spiel absolut wert. Bei 10, ja, wenn man dem Entwickler was Gutes tun will, gerne auch 10. Es ist ein schöner, kleiner Titel und macht auf jeden Fall Spaß für zwischendurch. Jo, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Natürlich jubeln wir auch, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn nicht schon geschehen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und für die Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao.